dass Sie das, was Sie als persönliche Schmach empfanden, nämlich die Niederlage im vergangenen Jahr, nicht gegen Daniela Silivas, sondern gegen Aurelia Dobrev, die möchte sie auf alle Fälle hier bei Olympia ausgleichen. Aber der Zweikampf wird nicht nur zwischen den beiden Mannschaften der UdSSR und Rumänien entbrennen, sondern auch zwischen Elena Shoushounova und Daniela Silivas, die hier ihre Schwebebalkenkür absolviert. Und die ersten Bewegungen haben sehr sicher und souverän ausgesehen und so geht es auch weiter. Bei den Weltmeisterschaften 1985 in Montreal belegte sie ja an diesem Gerät den ersten Platz, stürzte dann aber zwei Jahre später in Rotterdam eben an diesem Gerät und verpasste dadurch einen möglichen Titel, wenn nicht sogar den Mehrkampftitel. Aber heute ist sie in einer bestechenden Form. Ich habe hier noch keinen Fehler entdecken können. Flickflack, Tempo, Flickflack, Doppelsalto und genau in den Stand, jawohl! Und da freut sich nicht nur Daniela Silivas, sondern die Halle gratuliert mit durch großen Beifall. Origineller Angang, Bewegungen, wie wir sie hier am Schwebebalken ganz selten zu sehen bekommen haben. Noch einmal die akrobatische Reihe, zwei Tempo, Spreiz, Salto hintereinander und der Abgang von oben genau in den Stand. Ich glaube, das wird den Kampfrichtern nicht sehr schwer fallen, hier eine hohe Wertung und da ist die 10, die zweite 10 für Daniela Silivas. Sie hat mit anderen Worten zur Hälfte ihres heutigen Kürwettkampfes 100% erreicht, 20 Punkte, besser kann man nicht bewertet werden. Das ist